Das ist unser neuer E-Scooter, der Navi V50 Pro. Er hat einen 700 Watt Motor, hat eine Reichweite von 50 Kilometer. Er wiegt 18,4 Kilo. Er läuft ca. 22 km/h. Wir haben ihn uns deswegen gekauft, weil er sehr leicht zu verstauen geht. Das Highlight für uns ist dieser Lenker. Schon fertig, man kann ihn sehr gut verpacken. Deswegen haben wir uns gekauft, weil er sehr leicht zu verpacken geht, weil wir wenig Platz haben in unserer Tischerkabine. Und wir werden jetzt testen, 120 Kilometer sind wir schon gefahren. Es macht Spaß damit zu fahren. Ja, er kostet 519 Euro zurzeit. Das finde ich okay, den Preis. Und bremsen tut er gut. Also sehr stabil. Ich glaube, sehr hochwertige Qualität. Es gibt extra eine Navi-App dafür. Da muss man sich anmelden. Zuerst lief er nur 20 km/h. Nach dem Update lief er gleich 22. Ja, zusätzlich hat er noch Blinker. Und Klingel, wie gesagt, also das sind die Sachen, was ihn auszeichnet. Versicherung habe ich jetzt bezahlt, nur Haftpflicht, 37 Euro fürs Jahr. Ist auch okay. Ja, wir werden ihn testen und wie gesagt, wir haben zwei Stück davon. So, wir sind jetzt 20 Kilometer gefahren, laden ihn jetzt wieder auf. Wir haben ja Wechselrichter mit drinne. Und funktioniert gut. Die Ladezeit ist ca. 6 Stunden, wenn er ganz leer ist. Ist natürlich lang, aber wir sind sehr zufrieden. Okay. So, hier sind jetzt noch 36 Kilometer und 71% Akku. Mal gucken. So, 22 laut GPS, 22 laut Tacho. Siebzig Prozent Akku.